So, das hätten wir. Moin. Musste das sein, du Honk. Ja, das ist hier keine doppelte Spiegel sind, hätte ich sehen können, aber kommt oder nicht. Kommt denn nur hier durch oder nicht? Wäre mir interessant. Könnte mal. Speicherpunkt wäre auch mal super. So viel dazu. Oh. Ah, das sucht tatsächlich die Klos durch. Klar, wenn ich Angst habe, gehe ich erstmal aufs Klo. Logisch. Kein anderer Ort wäre besser geeignet als eine Toilette. Willst du da mal wieder rausgehen oder willst du jetzt ewig stehen? Danke. Geh nicht auf diesen Schrank zu. Ja, wieso musstest du eigentlich mir jetzt folgen? Das macht doch gar keinen Sinn. Aber man hört den Typen. Das ist also dieser Ledersack. Hey, nobody likes a quitter. Hm? Ja, ja, genau. Was ist nur mit dir hier? Müssen wir nicht woanders hingehen? Irgendwo woanders halt. Nicht hier, wo ich bin. Ich höre die Sau hier laufen. Löwen! Ach, das ist doch... Schnell woanders hin. Spring doch hoch, Mann! Wir sind losgeworden. Juhu! So, Licht. Und dann hier durch. Ah, nope. Ich will nicht wissen, wo wir jetzt landen. Wenn der Schacht geht kaputt und wir landen direkt auf seinem Gesicht. Ich meine, gut, noch mehr entstellen kann man das nur eh nicht mehr, aber... So, was ist nur hier Besonderes? Nüscht. Das leere Klo. Ach nee, ist das sogar mal was. Eine Notiz. J. Von David Annapurna an Resources US Murkoff Corporation LU. Betreff Antrag auf Versetzung. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr im Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, aber... Habe aber noch nie ein derartiges Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. 2 Fälle, die in die Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Mit freundlichen Grüßen, David Annapurna. Oder Annapurna, oder Annapur... Bindestrich, na, weiß auch mal. Ohne Bindestrich halt. Ein Bindestrich ohne Bindestrich. So, habe ich jetzt endlich mal meine Ruhe vor diesem Idioten. Wo bin ich denn? Mal wieder sonst wo. Mal wieder da, wo kein Schlüssel ist. Ach komm, hier hätte doch jetzt liegen können. Einfach nur, weil halt. Hm. Blinkt aber auch nichts hier, ne? Die wollen jetzt, dass ich diese große Haupttür gehe, ja? Seid ihr euch da sicher? Dass ich da durch soll? Ich nehme mich nicht so. Hallo? Mann, hier muss doch irgendwo ein Schlüssel liegen oder irgendwas. Ich will da nicht durch. Mann. Naja, muss ich halt. Hat er irgendwo mal gespeichert jetzt inzwischen? Ich weiß es nicht. Wäre mal ganz nett. Wir gucken uns nochmal auf den Klo. Nicht, dass wir wirklich noch einen Schlüssel und wir den übersehen. Das wäre natürlich sehr ungut. Nein, hier nicht. Ich mach's nur aus Sicherheit, ja? So, nein, nein. Ich darf auch keinen Schlüssel. Und nope. Okay, gut, jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt können wir durch die große Tür gehen. Ist ja gut, ich gehe ja schon. Mann, Mann, Mann. Bin ich so ungeduldig. Hallo, Doktor. Oh. Kein Doktor. Ha. Ich bin frei. Schlüssel. Oh, geh. Hui. So, jetzt warten wir auf den Doktor.
Den sind wir zum Glück losgeworden irgendwie. Aber jetzt müssen wir halt warten, bis er durch die Tür kommt. Okay, das Wandern hat sich gelohnt. Hat auch ziemlich lange gedauert, muss ich schon sagen. Das hat sich echt Zeit gelassen, die Sau. Die Sau, hallo. Na, wo werde ich wohl sein? Sucht er ins Haus. Am besten nicht, dass es ruhig drunter liegt. Das wäre ganz unpraktisch. Boah, die Nase rappelt. So. Jetzt weg. Verschwinde irgendwo anders hin. Ja, mach weiter. Ich hab Zeit. Hast du nicht irgendwas zu tun? Hast du keine Hobbys? Doch hat er. Mich. Ich bin sein Hobby. Mord ist ihr Hobby. Was mache ich denn jetzt? Warte ich, bis er wieder rausgeht? Oder geht er überhaupt raus? Oder weiß ich nicht, renne ich einfach weg? Ich bin mir nicht so sicher, ob das so funktionieren tut. Warum muss ich mir auch das hinterletzteste Bett aussuchen? Das war doch totaler Quatsch. Mann, verdammt. Komm, geh weg. Hier ist niemand. Vergiss es. Mann. Jetzt hat er mich erst mitbekommen. Was für ein Loser. Spring, spring, spring. Wo komme ich jetzt hier raus? Ah, hier. Direkt bei ihm auf zu. Oh nein. Ich hätte es doch schon wegschieben sollen. Das war ich von Anfang an bewusst. Fuck. Lauf, lauf, lauf. Wenn ich komme jetzt nur eine Etage nach unten, weil der Knopf nicht funktioniert. Hallo. Hä? Wie kommst du da? Warum hätte ich das nicht vor 5 Minuten machen können? Oh, der stirbt jetzt. Ha! Das ist Ausgang. Das ist Ausgang. Der Ausgang in die Freiheit. Toll. Und ich stecke im Fahrstuhl fest. Die Schere ist natürlich weg. Ich kann sie nicht mehr benutzen. Wozu auch? Ich brauche die ja nicht. Ist ja nicht so, als würde ich irgendwie verrückt rumlaufen. Aber wenigstens ist dieser Typ endlich tot. Vielleicht können wir denn doch den Fetten auch noch irgendwann umbringen. Das wäre natürlich nochmal was. Oh Mann, mach doch die scheiß Tür auf und spring da raus und rennen wie ein Blöder. Nee, geht nicht. Ja, ab in den Fahrstuhlschacht. Klingt schon so super sicher. Oh. So, das wollte ich die ganze Zeit machen. Speichert, juhu. Das wollte ich hören. Da will ich nicht rein. Danke. Vielen Dank. Ich will hier nirgendwo rein. Toll. Wenn jetzt kommt der Fette. Irgendwer kommt jetzt auf jeden Fall. Nach unten. Ja, nach unten. Wir nähern uns dem aus. Ich hasse euch alle. No. Vielleicht ist hier irgendwo eine Batterie versteckt. Danke. Na, nehm mit. So. Jetzt können wir das Ding wieder ausschalten und dann hier durchkrackeln. Ups. Wer baut denn sowas? Ach so, hier ist noch ein extra Raum. Teamwork. Teamplayer Award Patrick Petrina. Den haben wir noch gar nicht kennengelernt. Also noch keine Akte oder irgendwie was. Und hier ist nicht ein Tropfen Blut. Mensch, ich bin beeindruckt. Aber natürlich ist das Telefon nicht aufgegangen. Typisch. Hallo? Und hier auch kein Tropfen Blut. Was ist hier los? So blutleer. Oh, das ist eine Falle. Sch, Boden. Sch. Der Priester. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Finde draußen, Martha Fun, wollte ich sagen. Danke für den Tipp. Hättest du mir auch schön mal die Scheibe einschlagen können, hätte ich gleich folgen können. Jetzt muss ich wieder 100 Kilometer sonst wochenlang rennen. Wetten, jetzt kommt der Fette. Irgendwo kommt jetzt der Fette. Der Fette kommt immer. Der Fette ist immer und überall. Da. Ja, schön warm. Und diese Extra-Kamera.
Nein, die nehme ich nicht mit. Wozu auch? Ich habe doch schon eine. Mann, wer weiß ja. Vielleicht braucht man die ja nur irgendwann. Beweismaterial und so. Naja, haben wir schon eine Stunde und 14 Beweismaterial, ne? Naja, man weiß ja nie. So, hätten wir diesen Raum auch aufgeklärt und nichts gefunden, wie üblich. Ah, hier sind wir, diese Leute mit den komischen Augen. Die Verrückten. Och, es piept wieder. Gucken, was hier drin ist. Kein Licht. Ah, hier ist Licht. Nein, bin ich jetzt... Nee. Muss ich sagen. Hier war ich doch schon mal irgendwie. Oh, das sind 1000 Schränke. Wenn das mal kein Anzeichen auf dem Fetten ist. Oh, eine Akte. Moin. Na, moin. J. Von Air Traeger, bla bla bla, betreff Annapurna. Angestelltennummer. Ah, siehst du, geht's gleich weiter. Sehr geehrter Mr. Walsh. Walsh und wie auch immer. Bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531920 David Annapurna und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Morden Mephis zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank, Rick Traeger. Oh, fuck it. Der Typ wollte nur kündigen und ist selbst als Patient eingeliefert worden. Na, vielen Dank. Aus welchem Grund? Er hätte Angst. Hier hätte ich auch Angst, Alter. Bin ich auch eingeliefert worden. Oh Mann, wie krank. Der arme Typ, echt, der tut mir voll leid. Das war ein ganz normaler Angestellter. Ganz normaler Krankenpfleger. Und sowas passiert mit denen also. Fetti? Fetti, fett, fett. Der ist hier irgendwo. Ich höre ihn. Nee, hört mich nicht, aber. Da soll ich jetzt nicht unbedingt drüber laufen. Das verrät mich nur. Der ist irgendwo, Fetti. Ich spüre es. Was bin ich jetzt hier drin? Ist so gar nicht. Toll. Oh, doch, eine Batterie. Ups. Klasse. Boah, ich sehe nichts. Hä? Das würde keinen Sinn machen. Wo soll ich hin? Boah, jetzt viel zu hell. Boah, viel zu hell. Nee. Ah. Hm. Man sieht sogar die Blutspur. Oh Gott. Hätte ich doch ganz langsam machen können. Hätte ich jetzt unbedingt da reinhüpfen müssen, wie so ein Gaskranker, wollte ich sagen. Und springen. Oh mein Gott, das muss echt verdammt heiß sein. Hey, du. Ja, ist ja richtig. Ja, die Meinung ist richtig, aber... Das ist auch nicht unbedingt die schlauste Idee, ne? Du bist ja auch noch drin. Ja, das sieht sogar noch relativ normal aus. Auf der einen Seite. Naja, schon gut. Danke, du bist wenigstens ein netter Mensch. Vielen Dank. Schalte die Springleiter an, das Feuer zu löschen. Nein! Der Typ hat recht. Das muss alles verbrennen. Oh Mann. Weißt du, den machen wir uns wieder als Feind. Weil wir nicht seine Prinzipien annehmen wollen. Passt uns dann wahrscheinlich und will uns umbringen, wie alle anderen auch hier. Tragische Musik. Es brennt alles. So schlimm, Leute, meine schöne Anstalt. Nein, es ist doch gut so, die soll doch verbrennen. Ich kann doch vorher noch raus. Tragische Musik. Ein tragischer Moment. Eine Wendung, mit der niemand gerechnet hatte. Ich muss etwas Plötzliches tun. Und vielleicht passiert es auch in dieser Folge noch. Man weiß nie. Was einen als nächstes erwartet, ob man vielleicht auch noch hier landet. Als Patient. Als Versuchsopfer. Als Ding. Nee, keine Ahnung. Wo bin ich jetzt? Bestimmt nicht da, wo die Sprinkleranlage ist. Bip-bip. Ja, ich lade ja gleich nach. Oho, ich habe sie gefunden. Na klar. Öffne zwei Ventile. Logisch, muss ja und so. Oh, und da ist das erste Anzeichen auf Fetti. Denkt schon wieder Sachen rum. Sachen, die da nicht hingehören. So, hier hinten war ja nichts, ne? Vielleicht haben wir eine Batterie, man weiß ja nie. Nein, natürlich nicht. Wozu auch? Macht ja keinen Sinn. Weißt du, sonst liegen überall Batterien, wo es keinen Sinn macht. Aber da, wo es Sinn machen würde, liegt es nicht. Ist ja viel zu einfach. Okay. Wir müssen also Wasser anschalten. Ich weiß nicht, wo jetzt... Obala. Überall Wasser wäre... Aber wir gucken uns erstmal hier um. Überall. Ach komm, wir laden mal nach, bevor das Ding noch weiter nervt. Ich bin eine Kamera, ich muss jetzt piepsen. Oh, vielleicht ist ja hier noch irgendwo eine Batterie versteckt. Nope. Nope, warum auch?
Bar. Auf zu klopfen. Man klopft hier nicht einfach. Ist das ein... Ich wollte sagen, ist das ein Klassenraum? Sah gerade so aus. Oh, 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 was haben wir hier? Schmieder, bitte. Der arbeitet doch überall, ne? Ja, hi. Wartet mal, wir gucken uns erstmal hier um. Vielleicht ist ja noch eine Batterie. Nein. Mehr Quatsch. So, lesen wir uns mal das Dokument durch. Blub. J. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Erfolgsberater? Wenn der mal einen Hüstlichen hat, wird er schon eingewiesen hier. Mann, oh Mann. Ist hier noch irgendwas? Nope. Na gut, dann können wir ja auch raus. Hier haben wir ja nichts mehr. Zu suchen. Alles klar. Aber wir können uns hier verstecken, das ist vielleicht ganz interessant. Werden wir uns mal für später aufheben. Die Tür lassen wir also mal offen. Das können wir nicht vor Fetti schön zuschlagen. Ich meine, er hat zwar keine Nase mehr, aber vielleicht tut es ja trotzdem weh. So. Wollen wir uns mal hier durchzwängen. Wenn wir unseren wunderschönen Finger betrachten. Licht anmachen. Na gut, das ist jetzt nicht notwendig. Aber was ist das hier für ein Raum? Da müssen wir bestimmt rein. Irgendwie. Warum kann er nicht einfach das Scheißfenster zerschlagen? Echt, das ist... unglaublich. Weißt du, sonst macht er mal alle... Ich wusste es, da ist Fetti. Klar. Ich muss dahin gehen, wo der andere ist. Oh, wollen wir uns halt mal in den Schrank zwängen. Ach, immer das Gleiche. Man sieht Fetti und schon weiß er, wo ich bin. Warum habt ihr den nicht eingesperrt? Hinter 5000 mm dickem Stahl. Da wäre nie wieder rausgekommen. Hör auf, so laut zu atmen. Der findet uns noch. Jedes Mal, wenn dieser Ton klingt, macht er einen Schritt. Er ist ziemlich langsam. Ja, da kam er wieder. Keine Ahnung, wohin ist. Möglicherweise dorthin. Oh, sag ich doch, Fetti ist hier. Bath. Dann gehen wir jetzt erstmal zu dem Bath. Können wir uns ruhig mal beeilen. Hier kommt er eh nicht durch. So, die ist ja gerade sowieso nicht. Wunderbar. Puh, endlich mal. Endlich mal. Das ist immer die sicherste Zone. Weißt du, da ist man sicher. Und dann ist er sicher aufgehoben. Der ADAC hat mitgedacht. Oh, klasse. Wir sind ja zwei Türen. Hi. Oh, somebody's very dirty, isn't he? There you go. Viel Spaß noch. Ja, genau. Mach weiter. Sprinkler. Sprinkler Wealth. Cool, ich dachte, der kommt von zwei Seiten rein. Hopp. Juhu. Das hört der Fetti natürlich und weiß sofort, wo wir sind. Kann ich mich nicht in der Badewanne verstecken oder so? Alter. Huiuiuiui. Den Typ hat's ganz schön mitgenommen. Okay. Nein, 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 Moment noch. Erstmal gucken wir uns um, ob da nicht irgendwo Specki-Fetti rumläuft. Tut er gerade nicht. Naja, zwingen wir uns halt durch. Was soll's? Kann dir eh nur in die Hose gehen. Solange wir nicht bei ihm landen, ist alles okay. Hm. Klar, musste ja. Musste genau jetzt kommen, wo ich da durch will. Mann, der Typ nervt mich. So, da kommt niemals drauf, dass ich hinter diesem Schrank stehe. Hab ich gerade ihn sehen. Blinde Sau. Nicht nur fett, sondern blind. Idiot. Kann ja nicht der sein. Nein, nein, der passt ja da nicht so. Hey. Wenn ich dich auslache, hast du mich nicht anzugucken. Das ist aber gut hier. Das ist doch mit Sprachsteuerung das Spiel, oder? Hallo. Kein Hallo zurück. Torben, geh woanders hin. Genau. Gute Idee. Dieser hört auf mich. Ich sag's mit Sprachsteuerung. Wie modern.
wunderbar. Der kann mich nicht durchs Glas sehen, der ist nämlich blind. Nee, also irgendwie bin ich hier falsch. Das weißt du jetzt schon. Huch, da kann man einfach durchgucken. Nee, ich dachte, da wäre irgendwas. Kann man in den Schrank rein? Toll, warum bin ich jetzt hier? Wie ich doch gar nicht hier hin muss. Klasse. Ja. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich hab gesehen. Rein da. Geh. Puh. Alter, ich hab nur so einen Blickwinkel. So einen halben Zentimeter von ihm habe ich gesehen. Alter, reicht schon. Mehr muss man von ihm gar nicht sehen. Der ist hässlich genug. Alter. Wieso? Lass mich doch mal in Ruhe. Mann. Tja. Kommt ihr hier rein oder kommt ihr nicht rein? Ui, damit habe ich noch nicht gerechnet. Ganz ruhig. Noch nicht. Tja. Schöner Schrank. Geh weg. Komm, kusch. Steht hier doch noch irgendwo. Ich will es nicht raus. Das kannst du vergessen. Ich muss raus. Ich weiß. Okay. Ich gehe jetzt einfach. Ah, war eine gute Idee. Ich hoffe, es war eine gute Idee. Okay, der geht immer da lang. Polter, die Polter. Ja, jetzt weiß ich, wo ich bin. Endlich mal eine gute Nachricht. Schien. Weißt du, was man wieder machen könnte? Das könnte man wieder speichern. Machen wir dich dann. Hallo? Ich will mal wissen, ob hier noch irgendwo eine Batterie ist. Nervenkitzel pur ist das. Uiuiui. Okay, der ist gerade hier reingerannt. Wo müssen wir eigentlich laufen, um zurückzukommen? Ich glaube, komplett außenrum, ne? Oh. Kusch. Mein Platz. Und selbst wenn, was bringt es, wenn ich dann das Ding anmache? Da ist ja nochmal laut. Putsch. Ist jetzt so weg? Ich gehe mal davon aus. Ich hoffe, es stimmt, was ich denke. Nicht gut. Klappe. Nein! Aua. Komm, kann ich nicht nur wegrennen? Renn. Nein! Scheiße! Oh nein!
Hey, ich geh da nicht durch, mach den mit zu. Zu, vor allem zu. Muss ich jetzt komplett von vorne beginnen? Oder? Naja, das machen wir beim nächsten Mal. Ich habe jetzt genug von Outlast. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal in Outlast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.